Wir werden für dieses Jahr noch einmal das steuerfreie Existenzminimum anheben müssen. Das ist eine verfassungsrechtliche Verpflichtung. Und wir werden auch für die Jahre 2025 und 2026 den Grundfreibetrag erhöhen. Darüber hinaus ist es zwar kein Gebot der Verfassung, aber ein Gebot der Fairness, auch den Tarifverlauf an die Inflation anzupassen. Es ist die gängige Praxis, dass wir Sozialleistungen wie etwa den Regelsatz der Grundsicherung des Bürgergelds an die Inflation jeweils anpassen. Das gleiche Recht muss auch für diejenigen gelten, die unseren Sozialstaat finanzieren. Also auch die kalte Progression wollen wir angehen. Bis zum Jahr 2026 kalkulieren wir in Summe eine steuerliche Entlastung von über 23 Milliarden Euro für die Bürgerinnen und Bürger aus der Erhöhung des steuerfreien Existenzminimums und der Anpassung des Steuertarifs an die Inflation.